Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Carsten und Mathilde und Hallöchen. Akela. Akela, ein Wölfchen. Ja. Ja, ich habe mich auch wieder umgezogen. Mir war die andere Rüstung einfach zu schwer. Aber du wolltest jetzt die Festung. Ja, also wir könnten in die namenlose Stadt nochmal gehen oder in den Kronenhain und die zerschmetterten Quellen uns genauer anschauen. Wo waren die Kronenhain? Der ist oben links. Also das ist noch so nordwestlich vom Zerschmetterten. Achso, das habe ich noch gar nicht entdeckt. Ja, dann lass uns doch dahin gehen. Ja, das kenne ich noch nicht. So, laufe okay. Vor. Okay. Was, Carsten? Was? Richtig. Aus. Was denn? Carsten soll nicht nach mir fassen. Das war ein Kaninchen. Ach so. Der hat nur ein Kaninchen gebissen. Gut. Kaninchen darf er beißen. Ja. Ja, und ich versuche mal weiter mit dem Katana. Okay. He-Man, der Samurai. Okay. So, und ich habe diesmal übrigens dran gedacht, ich habe Heilpfeile mitgenommen. Premiere. Juhu. Heilpfeile. Das sieht aber aus wie einer mit einem Totenkopf, oder? Nee, normaler. Die sehen immer so scheiße aus. So sieht es besser aus. Links ist Tiger. Rechts ist Pflanzenfresser. Och, ich darf am Pflanzenfresser vorbei. Tschüsseli. Ups, war ja gar nicht so tief. Achtung, rechts ist ein Kudo. Ja. Gefährlich. Der Kronenhain. Ja, ich kannte den noch nicht. Oh, da oben gibt es eine Statue. Ah, ja, so genau hatte ich mich hier auch nicht umgeguckt. Weil ich hier irgendwann mal einfach so reingelaufen bin. Viele Nashörner. Das ist alles Eisen, glaube ich, da vorne. Sieht so aus, ja. Hier sind nur irgendwelche Reste. Rechts sieht auch, im besten Turm, da kann man reingehen, anscheinend. Aber erst will ich. Achso, es ist. Bauruinen. Ja. Wie es hier überall gibt bei Conan Exiles. Hätte es sein können, dass es da irgendwas Besonderes gibt. Ich kletter da trotzdem mal kurz hoch. Ja, ich auch. Vielleicht gibt es da eine Kiste oder. Auch Kisten kann man gebrauchen. Ups, ich bin überlastet. Ey, was soll das denn? Es ist ja auch schon so gebaut, dass man hier hochklettern kann. Soll ich das anbeten? Ich weiß nicht, ob man da so. Upsala. Das war. Ich bin raus. Tot? Nee, ich bin seitlich runtergefallen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Ah doch, hier kann ich stehen.
Aber lohnt es sich ja überhaupt hochzuklettern? Das versuche ich gerade rauszufinden. Bin jetzt auch fast ganz oben. Ja, ist eine nette Aussicht, aber ansonsten nichts. Ist das ein Weg da hoch? Dann guck dich doch einmal. Ah, da ist tatsächlich so, sieht aus wie ein Weg schon fast. Ich meine den hinter uns, ja, da. Richtung. Da ist auf jeden Fall ein Tordurchgang. Ach, da geht's wahrscheinlich zum anderen Level da, wo es halt so ein bisschen brauner ist. Ja, das, ja. Das ist halt so. Kann man ja mal gucken. Ja, waren wir noch nicht, ne? Hi. Hi. Na, aber ich meine jetzt da so hoch. Da so hoch? Hm. Ja, können wir auch gehen. Gehen wir erst da so hoch und dann da hinten so hoch. Mhm. Mann, oh Mann, ist das Gras hier hoch. Ja, und das ist eine sehr lange Schräge hier. Ist auf jeden Fall ein cooler Baum. Hm? Ups. Oh, ach, da bist du. Oh, da ist ein T-Shirt. Ei. Erstmal. Da ist der feindliche Tiger. Akela, fass. Carsten, hör auf, gleich auszusehen. Stufenaufstieg. Yay. Wolken. Die hast du verdient, Carsten. Aber hier geht's, weiß ich nicht. Irgendwie ist hier nichts. Nee, irgendwie nicht, ne? Also ist ja eine ganz nette Ebene, aber... Ja, eine nette Gegend, aber irgendwie... Würde ich mir doch diesen Durchgang da einmal anschauen, den wir... Oh, da ist ein Jaschwein. Ach, das bist du. Sind auf jeden Fall viele Rhinos. Ja. Lass mal die Rhinos sein. Ja. Ups, hier ist ein Rhino-Baby, brauchen wir aber nicht mehr, ne? Mir fällt gerade auf, dass ich das eine, die eine Folge ja Tiger vs. Hippo genannt habe, aber es ist ja ein Rhino und kein Hippo. Richtig. Ich bin ja eine Banane. Okay, da sind die normalen Durchgänge, aber wir wollten ja diesen coolen Torbogen, das besondere Tor, ja genau. Vielleicht ist dann doch ein Eingang zu einer Höhle oder so. Hm. Oder zu einem Dungeon. Oh, das ist doch einfach nur ein Durchgang. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. Imposant. Da hat sich ja, wer was gedacht. Voll das Loch. Mir fällt gerade ein, ne? Wir waren doch früher bei unserer alten Behausung. Da gab es da auch Dungeons. Da ist ein Typ. Da sind Menschen. Die haben wir gar nicht durchsucht richtig alle, ne? Stimmt. Aber guck mal, da sind Menschen. Oh, da sind Menschen. Das sind nicht nette Menschen. Ein Sklavenfänger? Okay. Cool, was ist das denn für einer? Ey, ob man den vielleicht fangen kann? Das wäre geil. Und der kann besser Sklaven zerknüppeln als andere? Wirklich, ich könnte mir auch vorstellen, dass der, den man gut im Dings einsetzen kann, hier in der Sklavenwerkbank. In der Sklavenwerkbank gibt so manche Schweinerei zwischen Mehl und Milch, und so manche Milch.
auf die kleine Sklaverei. Jetzt haut ihn doch mal um da. Ich merke schon, du bist so richtig in Weihnachtsstimmung, ne? Wo ist ja, er denn? Wo ist er denn? Hä? Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ach, hier. Carsten steht über ihm. Aber ich habe ihn geplündert. Ja, Carsten steht über ihm. 3 Eisenbarren waren drin und 8 trockenes Holz. Okay, und da hinten ist noch einer. Noch einer? Ja, da ist noch ein Mensch. Oh, ich sehe die gar nicht. Sklavenfänger 1. Die müssen wir nochmal fangen. Das merken wir uns auf jeden Fall. Dass es hier Sklavenfänger gibt. Hat das Gutes gehabt? Auf jeden Fall ein Sklavenfänger-Turban. Für unser Sklavenfänger. Ich gehe trotzdem mal rein, aber hier ist keine Sau. Warte, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwie so. Ach nee, das war nur Grafikglitch. Also ich glaube, hier ist wirklich einfach nur ein Durchgang. Ja, sieht so aus, ne? Aber gut, da sind Reliquien, Jägerfang, Sklavenfänger. Okay. Ja, hier ist so Hochland und so. Mhm. Ich sammle auf jeden Fall gerade Punkte, damit ich eine Kühltruhe bauen kann. Oh, Königsnische. Oh. Ob diese Sklaventreiber auch ein Lager haben? Auch ein was haben? Ein Lager. Denn hier so? Sieht irgendwie lustig aus. Was sieht lustig aus? Die Bäumchen? Ja. Oder was immer das sein soll? Kannst du mal zerhacken. Holz. Und Rinde. Oh, Regen. Ah. Ach ne, ich dachte da drüben wäre was, aber... Wieder mal rüber. Ja, wir bleiben mal beieinander, bitte. Oh, das sind Wölfe. Wölfe? Oh ja. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Steinkreis, so ein kleiner oder so. Keine Ahnung. Können wir mal in die Richtung gehen? Da ist nämlich irgendwo ein See. Oh, mir ist kalt. Ja, mir ist auch kalt. Mir schlottern die Knie. Hier scheint so eine Art Weg zu sein. Mitternachtsblaue Blume. Okay. Oh, oh, guck mal nach rechts oben. Oh, Schwerter. Ich wette, wir sind hier gerade in einem Gebiet, das so voll überhaupt nicht für uns geeignet ist, aber egal. Ja, ich will jetzt wissen, was das ist hier. Wir haben was Neues, Besonderes entdeckt. Juhu, juhu. Und ich höre einen Kampf. Ah, das ist kein guter Wolf. Zirkel der Schwerter. Es ist auch voll blöd, in ein Gebiet zu laufen, wo Wölfe sind, wenn man selber einen Wolf hat. Ich weiß gar nicht, welcher ist. Der kaputter ist, ist der Fremde. Okay. So, was haben wir hier für Schwerter? Die das Arena der Toten. Nee, Zirkel der Schwerter. Oh, Geister. Oh ja. Und da vorne sind wieder Wölfe. Oi, was geht denn hier ab? Ein Hinterhalt. Er hat sich ergeben, aber der Typ wurde getötet. Was war das für ein Typ? Irgendwas sehr Großes. Ja, nur durch den Hinterhalt ist der gestorben. Und dann ist hier alles kaputt gegangen. Ah, okay. Ja. Gut zu wissen. Oh.
Oh mein Gott! Was ist das? Was denn? Da links neben dir. Hä? Ich sehe nichts. Oh, das ist ein schlafender Baum oder so. Und da ist ein Babywolf. Und das Viech, passt doch da. Ich lauf einfach weg. Ich lauf weg. Ich wollte mir einen Babywolf schnappen, hab's nicht hingekriegt. Hui, fickt euch alle, hier ist irgendwas zum Lernen. Und ich hab's einfach mal gelesen und ich bin weg. Hui. Wo ist was zum Lernen? Da, wo ich runtergesprungen bin. Ich bin gerade am Flüchten. So. Carsten folgt mir. Heinrich, wo bist du? Ich bin erstmal weg. Du rennst gerade in meine Richtung, ja. Der hinter dir ist ein normaler Wolf, den können wir jetzt erlegen. Hilf mir, Akela! Blute, du Sau! Da ist noch ein Babywolf. Babywolf, komm her. Wo? Meiner. Haben wir. Ah! Hast du ihn? Ja! Scheiße, ich hab nix, wo ich das hinpacken kann. Ja, dann weißt du ja, was du direkt zu Hause machen kannst, ne? Jo, der Baum war. Aber die Frage ist, Baum war das innerhalb der Mauern oder außerhalb der Mauern? Wir haben innerhalb eigentlich genügend Platz dafür, ne? Okay, folgen wir mal hier diesem Weg. Ja. Links ist oben ein Wolf. Ja, und hier ist irgend so ein interessantes Gebilde. Oh, cool. Alter Turm. Hier ist ein Wasserfall. Ah, eine Höhle im Wasserfall. Schätze ich mal. Ist das kaputt? Da kommt man ja gar nicht mehr was machen, oder? Ist ja kein Eingang? Ist ja der beschissenste Turm ever. Geh mal weg, Carsten. Hier oben nach so einem riesen Kessel aus. Ah! Ah! Oh, fuck. Ist ein großer Kessel da. Ah! Oh, jetzt bin ich ganz viel runter, egal, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Na, ich auch nicht. Zum Wasserfall? Willst du da einmal runter? Oder willst du noch weiter? Das ist ein Stein. Trauen wir uns da einfach runter zu springen? Mehr als sterben können wir ja nicht. Ich wollte hier ewig leben! Ist tief genug. Okay, dann springe ich auch. Oh, hier sind Steine und... Hier ist keine Höhle. Oh, schade. Ah, wenn man dem Fluss folgen, kommen wir auf jeden Fall ins Eisgebiet. Wow, wird's noch kühler. Nee, ich würde sagen, wir folgen jetzt dem Wasserlauf in die Richtung, in die wir schauen und gehen über die zerschmetterten Quellen zurück nach Hause. Ja. Und lassen mal die Bossgegner Bossgegner sein. Auf jeden Fall. Ich finde, es könnte mal langsam aufhören zu regnen. Es, glaube ich, das gehört zu dieser Map. Das ist Dauerregen. Das ist... Also hier will ich nicht bauen, also... Ja, im Gebiet, wo es dauerhaft regnet, das ist ja nervig. Oh, ein Hirsch. Ah, fick dich. Ey, fick dich, Hirsch, habe ich gesagt. Okay, du willst es nicht anders. Mach mal Licht dann hier. Fick
dich, Hirsch. Er wollte es nicht anders. Ja, und wenn wir zu Hause sind, musst du ein Dings bauen. Oh, Flussende. Sehr schön. Ein was bauen? Ein, Tierpferch. Ja. Für unseren Wolf. Oh, wir müssten eigentlich geradezu durchkommen irgendwie. Flussende. Irgendwas ist hier schon wieder. Ein Bär. Oh Gott, ein Bär! Ich bin der Brummbär. Kämpfen. Hat er einen Totenkopf? Nö, ne? Nö. So. Wir gucken, ob ich einen Kopf kriege. Nee, hab ihn. Nee, nur ein Bärenfell. Ach, du hast einen Kopf? Nein, ich hab ihn auch gehäutet. Schade. Ich häute sie. Ich häute sie alle. Oh, ich glaube, wir müssen ein bisschen runterklettern. Ein bisschen ist gut. Ist das so dermaßen Höhenunterschied? Ist ja krass. Das Dumme ist, wenn man halt runterfällt, dann lässt man ja quasi und sich an die Wand festhält, dann ja, hat man die Lampe nicht mehr. Genau für solche Geräusche. Ich sehe nichts. Und ich weiß nicht, wie tief es ist. Ich versuche einfach jetzt so weit es geht runter. Das ist falsche Taste. Ach, das ist schon der Boden. Oh Gott, ich sterbe jetzt nicht. Oh Scheiße, oh. Ich werd sterben. Nein! Das ist eine Kacke. Ich bin tot. Das ist eine Kacke, du. Es war zu tief. Oh, ich bin verwundet. Man sollte nicht im Dunkeln klettern. Nee, im Dunkeln klettern ist scheiße, weil ich bin fast wie in so einer Felsspalte. Weil links, rechts waren Felsen. Das ist echt doof. Tiger. Ah, hier können wir stehen. Das ist gut. Ah, hier ist ein Gang. Hier kann ich runtergehen. Ah. Ist jetzt mit deiner Leiche irgendwie blöd, wenn du da irgendwie im Gebirge verreckt bist. Ja, aber ich bin relativ weit runtergefallen. Von daher. Schade, ich sehe deine Leiche nicht. Aber ein Tier müsste ja auch noch hier sein, irgendwie, ne? Der Wolf müsste da irgendwie sein. Kämpfe gegen so eine Grille. Was? Riesengrillen. Okay. Ich hab die schon mal entdeckt, aber. Na, die vergiftet auch noch dieses Scheißfleisch. Ah, kann man töten. So. Soll ich auf dich warten oder. Musste nicht. Glaube ich. Ich frage nur, wenn. In guter Hoffnung, dass ich es so schaffe, aber. Ach, ich bleib. Ich warte hier auf dich. Ich bin mal nett. Das ist nett. Ist das ein Tiger? Ist das ein. Ist das ein Wildschwein? Nashorn-Baby. Ich gucke hier so ein bisschen links, rechts, ob ich vielleicht eine Leiche finde. Ja, ich kann dir gerade leider nicht sagen, wie nah du dran bist. Ja, ich gucke einfach nur.
weil ich hier jetzt gerade am Laufen bin. Alles gut. Nee, du müsstest weiter nach Osten. Westwachfeste. Osten. Mhm. Hier ist ein Loch in der Mauer. Okay. Und hier geht's irgendwo hin. Ist das ein Aussichtspunkt oder geht's hier irgendwie weiter? Das kann ich dir nicht sagen. Ich guck gerade. Sieht aber aus wie so ein einfach so ein Aussichtspunkt, mehr nicht. Nichts Besonderes. Oh. Das fühlt sich so ein dummes Kudu von mir provoziert. Oh. Tal der Nashörner. 4 auf einen Haufen, ey. Naja, sonst nichts Berauschendes. So, jetzt wird's gleich spannend. Ich bist ja schon fast da, ne? Mhm. Ah, da sehe ich dich. Hallo. Hi. Ihre Wache ist hier. Jetzt wäre natürlich Nachtlicht schlecht, wenn man da das Leuchten sieht. Das stimmt. Irgendwo, ah, ich seh's und der Wolf ist auch da. Ah, perfekt. Oh, ich kugel hier runter. Also meine Beine kugeln hier runter. Bei mir leider nicht, also hier bist du zerteilt. Ich hatte es einfach zerrissen. Dann kann ich mich jetzt auch wieder anziehen. Oh, ich kann unter den Bock gucken bei mir. Ja. Haben wir doch wieder so einen kleinen Ausflug gemacht. Warte, ich muss mich erst noch hier... mein ganzes Zeug wieder... So, jetzt bin ich wieder ausgerüstet. Naja, ich hatte nur Angst, dass wenn du nicht ausgerüstet bist, vielleicht hier nicht herkommst. Mm. Ich finde, diese Salzquellen sehen irgendwie ziemlich cool aus. Ja, wie so menschliche Seelen, wie sie so zusammen verknotet sind und eingefroren sind. So. Ja, so zu Salzsäulen erstarrt. Die Salzseele. Gut. Ja, war ja trotzdem ein netter kleiner Ausflug. Ja. Mal gucken. Vielleicht gehen wir ja mal nächste Runde wieder. Oh, wir haben ja da unten noch so viel. Ja, ich bin der Meinung, wir hatten doch da irgend noch ein, zwei Dungeon nicht gemacht, oder? Kann sein. Also Kalamans Grab waren wir, definitiv. Ja, die Arena und das Schundloch hatten wir noch. Hand des Schöpfers, da war ja diese fiese Spinnenhöhle, in die wir uns ja nicht wirklich reingetraut hatten. Ja. Oh, hier sind Geister. Wo bist du? Na, Geister sind das da vielleicht was Cooles. Wo bist du denn? Ich habe hier was gesehen und dachte, es sieht interessant aus und dann gehe ich da ja, hin. Ja, die Frage ist nur, wo ist das? Ah, da. Höflich ist Lachen und Lachen habe ich gelernt. Okay. Ja, gut. Sah doch interessant aus. Ja.
was man nicht alles so zwischendurch entdeckt, ne? Ja, und hier sind wir schon ein paar Mal vorbeigelaufen, so quasi. Nö, wir sind ja immer nur bis so gerade so an den Rand gegangen. Ja, wir waren schon in der Nähe. Ja, okay. Ach ja, das sind die vier Skelettwachen wieder. Ach, die beten. Die habe ich beim Beten mal gestört. Da wäre ich aber auch angepisst, wenn ich gläubig wäre. Am Gebete bist du gestorben, aber dann haben wir glatt weitergebetet. Ach nee, ich habe die Wachen da an der Treppe angegriffen. Ja, aber was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Ich weiß nicht. Warte mal, du meintest ja, hier sind noch Wachen, ne? Wollen wir mal gucken, was das für Fuzzis sind? Da war aber auch ein größerer Fuzzi, also ein können wir mal... Ja, auch. Aber warte, da ist einer. Warte, soll ich den mal anlocken? Der lockt den mal an, ich glaube, das war ein bisschen... Ah, das ist auch ein... Dann lock mal. Lock, lock. Und? Bist du stark oder? Oh, Schlag daneben. Machbar. Ja, definitiv. Hey. Dann haben wir da noch zwei Toten. Jetzt, wo wir die Wachen platt haben. Ach, da unten sind auch noch welche. Die sehe ich immer gar nicht, die Skelette. Willst du da noch mal reingucken? Ja, jetzt, wo wir die Typen hier platt gemacht haben. Ja, die Kleinen geben nur verdorbenes Fleisch. Na, verdorbenes Fleisch brauchen wir ja nicht. Hallo, ich komme da mal rein. Verschlossen aus. Sesam, öffne dich. Oh. Da geht's zum Dungeon. Vorsichtig reinschnuppern. Ich weiß nicht, ob wir schon stark genug hier sind. Ich auch nicht. Wir schnuppern nicht. Zumal wir nicht wirklich vorbereitet sind. Ja, komm, diese. Da sind auf jeden Fall Skelettkrieger. Und zwei Knochentypen da, die kriegen wir ja weg. Da unten sind noch mehr, aber... Und da ist auch ein Leuchtetyp. Ein Leuchtetyp kriegen wir ja auch noch hin, aber nicht alles auf einmal. Ist hinter der Treppe. Mal erstmal hier an der Seite, genau. Ja, wir sind Kisten für jeden ein. Aber nur mit Standardmist. Ja, nehmen wir mal mit. Ja. Also wenn man die Skelette, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 einzeln anlocken könnte, wäre cool. Aber da links ist noch eine Truhe. Da wird rechts auch eine sein. Und nein, ist nicht so. Nur Standardkram. Warte, und ich muss mal was trinken und was essen. Ich mach damit. Ich würde einfach versuchen, Skelette anzulocken. Ja. Wenn sie alle kommen, hauen wir ab. Ja. Nicht so weit nach vorne, Akela, nicht so weit nach vorne. Aber das könnte doch gehen, vielleicht. Okay, einer ist hin. Kurz ausruhen.
Ja. Gut. Dann sehe ich da noch ein Skelett und den Leuchtefutzi. Zwei Skelette und den Leuchtefutzi. Links und rechts ist einer. Aber entweder jetzt den Leuchtetypen oder einen Rückzug. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Der hat drei Totenköpfe. Ach, ich weiß nicht. Er macht ganz schön Aua weh. Also ich bin fast tot. Ich bin für Rückzug. Gut, Rückzug. Dann hauen wir ab. Pass auf, jetzt können wir nicht raus. Du kannst nicht raus, wenn du in einem Kampf bist. Ja, irgendwie sowas. Das wäre echt, böse. Ja gut. Aber der Rest war ja kein Problem. Nur der Dreier-Boss halt. Der ja. War ein bisschen fies. Okay, haben wir einmal reingeschnuppert. Ja. Ganz vorsichtig, ohne uns in unnötige Gefahr zu bringen. Genau. Oder übermäßig in unnötige Gefahr. Ja, lief ja gut. Eben. Also wenn es jetzt ein 1er Totenkopf gewesen wäre, den hätten wir locker geschafft. Auf jeden Fall, ja. So. Bam, bam, bam. Ach ja, und wir müssen uns auf jeden Fall merken, da diese Sklavenfänger. Ja. Konnte ich hier kein Tierpferd bauen? Übrigens, den musst du in irgendeiner Werkbank bauen. Ah. Also der Schmelzer und der Tänzer sind beide. Sind was? Schmelzer und Tänzer sind beide fertig. Die haben wir doch erst gerade reingepackt. Ja, wir haben ja auch jetzt einen guten Zuchtmeister. Aber wenn wir das nächste Mal Sklaven suchen, dann würde ich sagen, gehen wir da, versuchen wir einfach nächste Folge die anderen Typen da zu fangen. Sklavenfänger. Genau. Hier bestimmt in der Schmiede vielleicht. Habe ich das damals schon gebaut? Ah, hier drin. So, Tierferch 1, Tierferch 2. Oh, haben wir noch 34 Ziegel? Kann ich gleich den besseren Tierferch bauen? Na Schmiede. Mach. Sollen wir uns damit den normalen noch abgeben? Lagerfeuer ist kaputt. Ja, ich weiß. Kann ich auch im Feuerkessel hier Essen machen? Nein, wie wär's, wenn du einfach oben zum großen Lagerfeuer gehst? Ah, wir haben oben ein großes Lagerfeuer. Ja, ich hab doch schon eine Küche gebaut. Das weiß ich doch nicht, was du baust. Ich bin doch kein Hellseher. Mathilde. Na, also einen weiteren Koch bräuchten wir auch noch hier für dieses Lagerfeuer, weil wir haben hier auch noch einen an unserem Herd stehen. Die sehen immer so beschäftigt aus, die Jungs. Naja, der steht da einfach nur rum. Ja, das meine ich, ja. Ich stehe hier den ganzen Tag. Ich warte auf Arbeit. Und bei mir ist hier der Schmied zum Beispiel voll im Freeze-Frame. Hatte ich vorhin auch schon. Ja, ich habe das schon seit ein paar Folgen. Ich wollte ein bisschen Kram loswerden. Was wollte ich eigentlich machen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer gut. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie lange das dauert mit dem Tierferch. Das weiß ich auch nicht. Also die Frage ist, das sind zwei unterschiedliche Fellarten, wie und wo wir das hinbauen. Müssten wir erstmal wissen, wie groß das ist. Ah, siehst du, ich baue ein neues Bett. Oder soll ich schon ein neues Bett bauen? Nee, ja, ich baue noch kein neues Bett. Ich habe keinen Bock, da wieder in der alten Basis zu spawnen. Ach ey, jetzt komm, jetzt nicht noch ein Sandsturm.
Jetzt ernsthaft? Ja, wir hatten doch erst einen. Oh. Nervig. Ja gut, dann machen wir wieder einen Break und wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde ich sagen. Ja. Bis dahin wissen wir auch, wo der Tierfähig steht. Ja. Ne? Also, dann ihr Lieben, macht's gut. Abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt ja die Chosen. Und dann sehen wir uns am 5.12. müssen wir uns das nächste Mal sehen. Nee, Quatsch. Nee, am 7.12. Das Video ist ja der 5.12. Okay, also bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.